Ein kalter Wind weht uns umgegen. Wir werden nicht hier weiter stehen. Und wir gehen jetzt herein. Denn so sollte es ja auch wohl sein. Hallo? Wir wurden eingeladen? Wo ist unser Empfang? Okay. Wein. Hier putzen aber viele den Boden. Das ist dieselbe Person, die hier so weint. Ma'am? Falsche Taste. Hä? Ich. Oh, mein Touchpad. Ich mach. Guten Tag. Ich bin Jäger. Wer sind Sie? Mein Name ist Geronimo Röder. Ich wohne hier. Dieses Zitat musste mal sein. Entschuldigen Sie? Ja, die wollen nicht beim Putzen gestört werden, nehme ich mal an. Ja, okay, die greifen uns aber auch nicht an, also. Sie sind mit Putzen beschäftigt. Was? Rachsichtige Geister? Hoffen wir mal, dass die nicht schneller sind. Okay, es tut mir leid, ich wollte auf jeden Fall nicht Probleme hier erzeugen, meine Lieben. Ich kann sagen, dass diese Geisterfrauen immerhin relativ langsam sind. Und die Diener wollen wir natürlich auch nicht angreifen. Was haben die denn? Die haben ja nichts gemacht. Es sei denn, wir müssen sie töten, um diesen Geisterwusch hier. Wusch, den Geisterwusch. Den Geisterwusch zu beenden. Hätten wir mal früher zugeschlagen. Ma'am, hören Sie doch auf zu weinen. Die will nicht. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht, ehrlich gesagt. Ich habe da Getrampel gehört. Oh, Entschuldigung. Ich will die jetzt nicht umbringen. Warum sollte ich das tun? Die tun uns doch nichts. Diese wehrlosen Kreaturen hier, ich weiß nicht, ob die gerufen haben, diese Frauen. Oder ob die ohnehin schon da waren. Aber warum sollten wir ihnen etwas tun? Gute Frage, was? So. Sehr schön. Wir haben hier eine Kiste. Die öffnen wir mal. Da ist tatsächlich was drin. Reiterpalasch? Was ist ein Reiterpalasch? Hört sich nach was zu essen an. Ein Palasch zumindest. Hört sich was nach was zu essen an. Wir gehen mal hier auf den Vordertreppe. Hier passiert uns ja erstmal nichts. Dann gucke ich mal, was ist ein Reiterpalasch? Mit C benutzen wir es. Es ist... Ist das was ähnliches wie unser Gewehrspeer? Das wüsste ich gerne. Macht natürlich keinen Spezialangriff, aber wir lesen mal. Waffe, die von den Rittern von Kanehurst getragen wird. Sie kombiniert ein elegantes Ritterschwert mit der seltsamen Feuerwaffe, die der Kanehurst-Orden benutzt. Dem alten Adel mit seinen vielen Langzeitbluttrinkern ist die Blutplage nicht fremd. Und die Entfernung von Bestien war eine Aufgabe, der ihre Diener oder Ritter, wie sie zur Wahrung des Scheins genannt wurden, diskret nachgingen. Gucken wir uns mal die Waffe kurz einfach optisch an. Sieht schick aus.
En garde! Sieht cool aus. En garde! So sieht's aus, wenn wir sie mehrfach drücken. Okay, wie sieht die Trickwaffe in der Benutzung aus? Achso, dann können wir auch noch damit schießen. Aber ganz ehrlich, ich würde die benutzen, aber nur in dem Fall. Wir können sie ja mal gegen dieses Vieh benutzen. Dann sehen wir mal, wie gut sie oder schlecht sie ist. Entschuldigung. Entschuldigung, wollte ich nicht. Ich wollte das so machen. En garde. Ja, die ist lame. Zumindest noch vorerst. So, wir kommen lieber zu der Waffe zurück. Damit machen wir ein bisschen mehr Schaden. Ich glaube, die können wir auch gut gegen diese Viecher benutzen, aber ich wechsle trotzdem nochmal ganz schnell zu unserem Gewehrspeer, denn der ist effektiver momentan. Der ist auch ein bisschen besser hochgelevelt. Einfach aus dem Grund sollten wir den auch weiterhin benutzen. So, Schluss mit der Geistergeschichte hier. Wie gesagt, gegen diese Geister sind jetzt nicht sonderlich schwer. Die hat sich die Kehle aufgeschnitten. Haben wir gerade im Licht sehen können. Diener, Freund? Wie gesagt, ich will die ja nicht töten. Ich begrüße sie also. Ich bin Jäger. Ich wurde hierher gerufen, um den Missstand dieses infernalen Geweines aufzuhalten. Scheinbar ist hier etwas Schlimmes passiert. Ich weiß nicht, ob hier damals die Mutter des dieses Kindes hier lebt oder nicht. Vielleicht kommt sie ja von hier. Ja, ist ja gut. Ja, jetzt ist es langsam nicht mehr gut. Können wir eigentlich Geister stunnen? Müsste ich gleich mal ausprobieren. Bei denen lohnt es sich vielleicht jetzt nicht mehr so richtig. Am Ende müssen wir gegen sie kämpfen. Mal gucken. Ja, wir können die Geisterfrau ein bisschen von ihren Schmerzen erlösen. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, weil wir sie ja relativ leicht fertig machen können. Blutsteinbrocken, hey! Ma'am? Zu früh? Na komm, mach's nochmal. Timing ist alles, meine Liebe. Oder war das jetzt überhaupt ein Geist? Ich weiß es gerade gar nicht. Hier fehlt ein Gemälde. Wo ist das Gemälde, Diener? Ich hoffe, ihr findet es okay, dass ich die jetzt nicht alle umbringe. Wie gesagt, ich sehe das jetzt gerade gar nicht ein, die zu töten. Ich mag kein Kerzen. Ein Element aus Dishonored. Ich muss alle Kerzen kaputt machen. Alle Kerzen löschen. Die hier auch. Mittagstisch. Wundervoll. Ahnengalerie. Interessant. Hallo, Ma'am? Wo saßen Sie denn? Boah, ey. Das ist voll krank, ey. Dieses Weinen und Atmen. Hui! Jetzt ist das Licht ausgegangen. Okay, es sind mehrere in einer Reihe. Dann müssen wir das mal kurz tun. Das sollte man immer tun, wenn mehrere in einer Reihe stehen. Naja, jetzt leider nicht mehr ganz so schön ordentlich. Stellt euch mal bitte in eine Reihe. Genau so. Dankeschön. Ah, jetzt doofe Kuh. Warum bist denn du jetzt da weggegangen? Stand's doch gut. Reicht. Ah,
Quecksilberkugeln. Ja, die können wir, wie gesagt, relativ leicht fertig machen. Oh, wir sind ja gestorben. Moment. So viel Zeit muss sein. Ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. La 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 la. La 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 la. Hat das Geweine noch nicht aufgehört? So. Genug Tränen vergossen. Wir schauen uns, bevor wir diese Truhe öffnen, erstmal kurz hier um. Die Ahnengalerie der Kanehurst. Vielleicht nehmen wir einfach mal unser schönes Binokel, sag ich mal. Wen haben wir hier? Graf von Ich benutze Lippenstift. Keine Ahnung, wer das ist. Ich weiß auch gar nicht, wer uns genau geladen hat, aber wir sehen hier doch hübsche Gemälde. Teilweise. Mit sehr vielen blonden oder hellhaarigen Menschen. Das sieht aus wie ein Mönch, Priester. Der ist vielleicht zur heilenden Kirche gegangen. Prinz ist die Königin. Mit einem Kind. Oben ist auch noch eine Tante. Ja, die sehen ganz anschaulich an. Und, das muss man wahrscheinlich hier sagen, diese Personen wurden hier nicht idealisiert. Vielleicht wurden die ein bisschen aufgehübscht. Die sahen vielleicht in Wirklichkeit nicht ganz so perfekt aus. Da ist so eine komische Maske. Dann würde ich nochmal kurz nach hinten gehen. Ne, das sind dieselben Bilder. Es lohnt sich also nicht, sich das nochmal anzugucken. Es sei denn, weil man möchte andere Bilder nochmal, die Bilder nochmal sehen. Die ist reich gedeckt, reich getischt gedeckt geworden, gewesen. So, wir schauen uns mal in die Truhe, wir schauen mal in die Truhe rein. Vielleicht ist da ja was Schickes. So, Ballkleid. Zum Beispiel. Ein nobles Kleid, ja tatsächlich, können wir das anziehen? Oh, bitte, 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 ich möchte... Na, scheiße. Das wollte ich nicht mal. Jetzt habe ich das verbraten. Wir haben doch sowieso so wenig. Ein nobles Kleid. Ein schön geschneidertes, dunkelrotes Kleid, getragen von den Adligen des alten Stammbaums, der bis zum verlassenen Schloss Kanehurst reicht. Ja, schön. Können wir das anziehen? Das wäre so lustig. Ich bin eine Lady. Ich bin eine Lady mit diesem komischen Hut vor allem. Moment, das geht so nicht. Das mit diesem komischen Kragen, der da absteht. So. Ich bin eine Lady. Wir haben hier das Thema Transgender. Was sagt ihr dazu? Warum sieht das aus? Wahrscheinlich ist das wegen dem Korsett. Ich habe eine Brust. Gehört dieser rote Kragen eigentlich zum Blut wahrscheinlich, ne? Ich bin eine Lady. Nein. Wir werden das natürlich jetzt nicht weitertragen. Das ist ja... Passt. Vielleicht mit Zylinder. Vielleicht ist es mit Zylinder besser. Ja, mit Zylinder sieht gar nicht mal so schlecht aus. So. Egal. Nein, wo ist mein schönes gelbes Kleid? Das ist natürlich auch besser als Jäger. Jetzt haben wir uns geoutet. Unser Charakter hat sich geoutet. So. Was haben wir denn hier Schickes? Außer einer schicken Aussicht. Muss mal gucken, was sehen wir da hinten eigentlich? Was ist da hinten abgebildet? Ist das noch ein Schloss? Wir kommen ja von da hinten, ne? Das heißt, da hinten müsste eigentlich das Hexenhaus auch sein. Nehme ich mal schwer an. Das Observatorium sehen wir auf jeden Fall nicht. Hier ist noch der Magierturm. Ich nenne es mal so. Ich weiß nicht, ob das der Magierturm ist. Wir haben hier schicke Fenster, also Architektur. Technisch ist es hier sehr gotisch natürlich. Schwer mittelalterlich gotisch. Laufen wir mal weiter. Um zu sehen, ob uns diese Statuen vielleicht nur vormachen sollen, hier eine Happy Family zu sein. Ich verstehe auch nicht. Die haben so viele unterschiedliche Größen. Die sind schon fast menschengroß. Ein bisschen größer vielleicht. Aber nichtsdestotrotz. Das war das. Gargoyles tun so, als ob ich sie nicht gesehen habe. Ich hab dich gesehen, mein Freund. Zumindest hat meine Fähigkeit dich gesehen. Gut, dass wir nicht durch die Statuen gelaufen sind. Also gibt es hier scheinbar auch Gargoyles.
Interesting fact. Fakt. Schafe sind hier auch noch. So. Ich fürchte mich, an dieser Wand entlang zu gehen, denn es gibt ja hier überhaupt gar keine Begrenzung. Das ist doch ein bisschen gefährlich. Gehen wir doch erstmal lieber hier hoch. Hier gibt es wenigstens eine kleine Begrenzung. Außerdem brauchen wir ja eine bessere Übersicht hier. Da. Das Vieh können wir. Ach, du kannst nicht fliegen, du Scheißkerl. Das will auch gar nicht hochkommen. Naja, wir kommen gleich runter. Blutscheinbrocken. Können wir uns hier nochmal umschauen. Ach, das ist doch ein Licht, was wir da sehen. Nur ist es, weil es so oben war, konnten wir es nicht richtig sehen. Ja, das kommt da nicht durch. Wir helfen dem mal schnell. Jetzt sehen wir wenigstens auch, wo wir uns so technisch befinden. Wallhack! Nein, doch nicht. Aua! Doch, Wallhack. Das ist unfair. Ja, ja, wir sind aber hier, ne? Gemeini. So, wir müssen uns echt in Acht nehmen. Wir schauen hier mal. Sehen wir noch Gargoyle? Oder Gargülen? Sagen wir es mal so. Damit macht sich das Schloss noch viel mehr. Erinnert das Schloss noch viel mehr an das von Vampire. Vampire, sag ich schon. Skyrim. Natürlich Skyrim. Ich guck nur gerade, ob da unten noch etwas ist. Scheinbar nicht. Oh, da ist noch eins. Ich hab dich schon gesehen, ey. Weißt du, du siehst nämlich an sich total anders aus als die anderen Dinger hier. Von daher, man kann dich ganz schlecht. Erlegt. Erlegt. Ganz bekömmlich erlegt. Kanehurst. Ich ahne Schlimmes, übrigens. Ich ahne Schlimmes, dass es uns bald wahrscheinlich erwischen wird. Okay, hier wird nichts passieren. Zumindest nichts insofern passieren, dass wir hier so erwischt werden. Ein Ritter mit einem Degen. En garde, mein Freund. En garde. Ey, geil. Endlich mal bringt uns irgendwie auch wieder Blutfiolen. Das sind hier Wasserspeier, denen teilweise die Köpfe fehlen. Dieser Gang könnte an Harry Potter erinnern. An diesen Übergang. Der war zwar komplett aus Holz, nicht aus Stein, aber trotzdem hat er so ein paar Ähnlichkeiten. Würde ich meinen. Bin mir nicht sicher, ob wir hier oben die Decke noch beobachten sollen. Ja, ich bewege mich vorsichtig und langsam durch die Gegend, nicht hastend. Okay, da ist nichts, da ist auch nichts. Wir sind hier immer noch am Gelände unterwegs. Da könnten wir wieder rein. Wir gucken aber erstmal hier außen entlang. Schick mit diesen Greifenbannern. Oh, es sind zwei. Na denn? Scheißkerl Nummer eins, komm mal her. Oh, es sind beide. Beide kommen. Tja, so nicht. Leute, kommt doch mal her. Halt die Klappe. Da halt die. Tschüss!
Henkergewand und Henkerhose und Henker alles. Irgendwie gab es da einen Schrei und dann war es vorbei. Mal gucken. Wir schauen uns das noch an, bevor wir diese Folge hier beenden. Was er mit diesem Henker auf sich hat. Dem Henker, Senker, Schwenker. Wo ist denn der? Ich hab doch gerade... Henker? Warum ist das oben? Verstehe ich nicht. Henkergewand. Dann lesen wir mal. Tracht der Henkersbande unter dem Befehl des Märtyrers Logarius wurde später die Grundlage... Das ist ein Punkt. Wurde später die Grundlage für die gesamte Kirchentracht mit der schweren Drapierung der heiligen, des heiligen Tuchs, keine Ahnung. Wie der große Logarius einst sagte, gute Taten sind nicht immer weise und böse Taten nicht immer dumm. Doch ungeachtet dessen sollten wir immer danach streben, gut zu sein. Das hat er gesagt. Panzerhandschuhe. Unter dem Befehl des Märtyrers Logarius, die Messingnieten sind charakteristisch für die Henker und spiegeln ihre Vorliebe für den Nahkampf wider. Ah, okay. Hose des, der Henkerbande unter dem Befehl des Märtyrers Logarius wurde die Grundlage für die gesamte Kirchentracht. Ja, was auch immer. Jetzt schauen wir mal, wie großartig anders das ist. Mhm. Es gibt uns auf jeden Fall mehr Schutz vor Giften und so weiter. Gibt uns auch eigentlich ein bisschen besseren Schutz, zumindest vor den anderen Sachen. Wahnsinn ist jetzt natürlich nicht so gut. Physisch ist auch nicht so gut. Dafür haben wir besser gegen Stumpf und Stich. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Außer gegen Blitz. Also gegen Blitz können wir es dann vergessen. Aber langes und kurzes Gift ist natürlich dann, sind wir besser dagegen gerüstet. Deswegen werde ich die mal angrabbeln. Anziehen, meine ich. Da sind die Panzerhandschuhe. Okay, die sind dann wiederum schlechter. Deswegen bleibe ich mal lieber bei denen. Und die Hose. Die Henkerhose. Ja, da bleibe ich auch lieber bei der. Jetzt tragen wir dieses völlig unpassende, saubere Gewand. Und in der nächsten Folge gehen wir dann hier weiter durch das Schloss. Bis jetzt ist es ja relativ geradlinig. Und ich bin gespannt, was uns als nächstes erwartet. Viel Munition haben wir ja auch nicht mehr. Und hier Blutfiolen. Aber das werden wir, das Kind werden wir schon schaukeln, dass da hier in der Gegend rumschreit. Deshalb, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, cheerio.